So, willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. Ich musste eine kurze Unterbrechung in der letzten Folge machen. Weiter geht's hier mit dem Match. Undertaker mit Kane-Maske gegen Austin. Wer es noch ist, steht hier nicht. Aber wir werden es mit Sicherheit noch bald erfahren. So, Backbody Drop hier von Austin gegen den Taker. Wir müssen ihn zu Moderate hinbekommen. Sein Schadensanzeiger. Sollte möglich sein. Wie sieht's mit den Match-Bedingungen aus? Mal eben kurz gucken. Wir können ihn also auch ruhig mit allem schlagen, was wir kriegen. Das mache ich sogar. Ich will endlich die Raw is War Arena mal bekommen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Gib deinen Stuhl her. Fuck. So. Vielleicht müssten wir ihn gleich eigentlich schon mal bekommen. Verdammt. Komm, 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 komm. Und hier der Gutbuster. Zack. Ein paar Schläge an den Kopf. Nee, mir gefällt irgendwie diese Undertaker mit Kane-Maske. Aber ich glaube, dass das nur so wieder so ein paar Psychospielchen von den beiden sind. Weil die sich ja im Laufe der Geschichte auch noch, schätze ich mal, zusammentun. Sonst würde es nicht Brothers of Destruction heißen. So. Komm in den Ring. Komm in den Ring, Kollege Schnürschuh. Ich warte auf dich. Das bringt. Ey! Drecks Bug-User. Fuck, gekontert. Wenn ich jetzt nur. Jetzt ist der Signaturmove weg und ich hab den Finisher, ne? Sauber. Verdammt. Moderate ist er, nur ich brauche jetzt den Signaturmove wieder. Komm, steh auf, Kollege. Komm. Komm, steh auf. Zack. Und nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. Fuck. Komm raus aus dem Ring. Nein. Ich brauche den Signaturmove wieder. Sonst wird das nichts mit dem. Sonst wird das nichts mit dem, mit dem Ziel erfüllen. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Sorry. Oh, verdammt. Jetzt ist er wenigstens schon mal auf Critical. Hier noch der Elbow auf den Hinterkopf. Komm, steh auf. Super. Direct the opponent to the ears. Wo ist Hears? Ah, okay, okay, okay. Hallo? Was ist mit dir? Oh nein, ey, wenn der Finisher gleich weg ist, ne? Werde ich aber böse. Du bleib draußen. So. Ne, jetzt kriegst du auf jeden Fall nochmal den Stunner, sonst ist der gleich ganz weg. So. Aufstehen. Komm, nein, auf hier ihn zu verspotten. Jetzt geht er wieder rein. Was ist mit ihm? Guck
Komm, komm. Ja, alter Mann, es ist in Ordnung. Ey, was ist das? Das ist doch jetzt nicht normal. Da, das kommt da der wieder. Jetzt ist das hier wieder so ein Monsterakt. Ah, doppeldeutig. So, komm. Kollege. Super. Ist der am Bluten? Das Last Ride Match oder was war das? Buh. Göttlich. Göttlich. Undertaker. Achso, Kane 97, 99, Undertaker Disguise. Ja, genau das. Das verstehe einer. Aber wir gucken uns die Geschichte mal weiter an. So it was cahoots all along. Kane gegen Undertaker, Mr. Kane gegen Dan Mankind. warned me Kane was no good. And Jetzt I holt tried to Mankind uns hier believe einen vor. it wasn't so. And now that is, well, Mr. McMahon has offered me my chance at redemption. And Aha. redemption lies right above my head. Ja, Entschuldigung, ich kann das leider nicht anlassen. Das ist, ne, habe ich aber schon mal erklärt. Joining forces for the first time to take out Kane's Assistant Paul Bearer and Mankind. Mankind returned to challenge Kane in a match. Aha, okay. Get Mankind to attempt a pin, okay. Hit Mankind with a chair, hit Mankind with a. Okay, und perform three Chokeslams. Jetzt wieder ein Hell in a Cell Match. Kane gegen Mankind. Es ist eins der zwei Hell in a Cell Matches, die nie ein richtiges Match waren, weil sie beide nicht endeten. Das erste Tag Team Hell in a Cell Match, das war ja auch nicht wirklich ein Match. Dieses Tag Team Hell in a Cell Match, Kane und Mankind gegen Undertaker und Austin. Und jetzt dieses Hell in a Cell Match ist auch nicht wirklich ein Hell in a Cell Match, weil es nicht endet. Aber okay. Und er will sofort wieder aufs Dach der Zelle. Er hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Und da kommen sie. Fängt schon wieder gut an. Jetzt kommst du mir, jetzt kriegst du Zuschläge. Ich hab dir gesagt, du sollst doch nicht so viel Unsinn machen. Jetzt kriegst du aus dem Maul. Das sieht echt so aus, als ob er gerade ihn, ja, egal. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, vielleicht aber auch nicht. So, und Undertaker passt draußen auf, dass niemand reinkommt. Und jetzt brauchen wir einen Stuhl. Da ist das erste. Zweiter Schlag. Dritter Schlag. Gut, wir brauchen nun die Ringtreppe. Hallo, hör doch mal auf zu wippen. Raus und auf zu den Treppen. Komm. Wie viel du wieder aushältst, Mankind. Ich finde das Hell in a Cell Match dieses Jahr irgendwie geiler. Ich weiß nicht wieso. So, wieder zurück in den Ring. Jetzt muss ich nur noch drei Chokeslams zeigen. Heißt drei Finisher. Aber das kriegen wir zum Glück mit Hilfe der Waffen, schätze ich mal, genug hin. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Oh, hier der DDT von Mankind. Der eigentlich schon genug Schaden haben müsste. Eigentlich dürfte der gar nicht mehr so viel können. Eigentlich. Ich sagte eigentlich. So. Zack. Und jetzt. Oh, kommt da doch nicht so viel. Ernsthaft. Dann kratze ich mich jetzt zum Beispiel einmal an der Nase und schon kriege ich hier wie viel Moves ab. Das ist doch wieder ekelhaft.
Ich habe das Gefühl, das wird hier nichts. Da, jetzt fallen wir da drüber. Das ist doch widerlich. Widerlich. Da kriegst du erstmal schön Tritt in die Cojones. Konter doch mal viel. Das hasse ich wirklich, dieses abnormale Kontern dann. Ich meine, wie viele Schläge haben wir dem jetzt vorhin schon mit dem Stuhl und der Ringtreppe verpasst? Und der ist immer noch nicht auf Light. Dropkick oder Boot? Dropkick, super. So, jetzt kommt hier der Sidewalk Slam. Immer noch nicht auf Light. Was ist denn mit ihm? Ich schätze mal, es geht jetzt mit den Choke Slams nach oben, ne? Moderate, super, wir brauchen trotzdem noch zwei Choke Slams. Kollege Schnürschuh. Heißt, du bist noch nicht erlöst. Da, und jetzt kontert er das. Er hat schon auf die Fresse bekommen. Ohne Ende. Man hält dennoch so viel aus. Was ist mit ihm? Aber Mankind war ja noch nie der normalste. Nochmal ein Leg Drop. Natürlich. Was macht man, wenn man die ganze Zeit auf die... Ja, kommt dann einfach. Das ist super. Super. Also die Irish Whip Konter, die waren letztes Jahr einfacher. Bedeutend einfacher. Aber okay. Das Spiel soll, glaube ich, auch ein bisschen fordernder sein als letztes Jahr. Die letzten zwei, drei Jahre, die waren schrecklich, was die Forderung angeht. Also, ne, ob es jetzt halt fordernd war, und es war meistens nicht fordernd. Und jetzt bleibe ich liegen. Seht ihr das? Ich hau ihm hier die ganze Zeit aufs Maul. Ja, außer jetzt hier so, ne, weil er jetzt auf einmal wieder von den Toten auferstanden ist und alles kontert. Aber ich gebe ihm die ganze Zeit aufs Maul und er bleibt nicht liegen. Nee, jetzt kommt da dieser... Oh, da werde ich sauer. Nee, weil das in keinem Verhältnis steht. Nicht, dass ihr jetzt meint, ich rede das ganze Spiel schlecht, ne? Es gibt ja auch welche, die das dann meinen. Aber nein. Nur, ich meine, ich hau ihm die ganze Zeit auf die Fresse. Er bleibt nicht liegen, er bleibt nicht liegen, er bleibt nicht liegen. Nach dem ersten Chokeslam bleibt er dann liegen. Dieser Kerl hat mir noch keinen einzigen Finisher verpasst. Und ich bleib jetzt schon liegen. Merkt er was? So. Mal gucken, habe ich vielleicht dieses Ding, dass ich drei Finisher auf einmal kriege? Ne, nicht wirklich, schade. Das ist jetzt der zweite Chokeslam. Einer kommt hier nach noch. Gar nicht übertrieben, der Chokeslam. Er wirft ihn bald bis ans Zellendach. Was ist mit ihm? So. Komm, jetzt schnell den nächsten noch hinterher. Dann kriegen wir das hier auch noch hin. Fuck. Also, ich ziehe an meinem Bein. Lasst mich. Da. Hallo. Oh. Was? Ey, nee. Wenn ich jetzt gleich von dem den Signatur kriege und dann den Finisher und dann verliere, dann werde ich böse, aber sehr böse. Ja, natürlich. Da, was ist das? Er hat schon... Eigentlich müsste der am Boden sein. Der dürfte nichts mehr können. Der ist schon durch den Kommentatorentisch gefallen. Boah, komm, wehe, wehe, du konterst jetzt irgendwas von mir. Boah, so. Boah, bitte lass das durchgehen. Super. Super. Und da kommt Austin und attackiert Kane. Und der Undertaker kommt nicht rein. Es gibt ja auch keine Tür mehr. Haha. Hä, was soll das jetzt? Oh, das ist jetzt mies. Aber die Fehde ist sowas von geil, finde ich. Also die beiden gegen Austin und Mankind. Obwohl Mankind und Austin nicht mal wirklich zusammenarbeiten. Aber naja. Und ein weiteres Bonus-Match. Ich krieg zu viel. Da bin ich jetzt mal gespannt, welches Bonus-Match wir bekommen haben. Ich gehe mal zur Timeline.
Die New Age Outlaws vs. Mankind. Wayne Deed United this left Kane's tag team partner Mankind to defend the tag team by himself in the fourth score anyway. Okay. Oha. Okay. Klingt interessant. Und dazwischen ist. Ich lese mir gerade die Sachen mal durch. Ich will mal kurz gucken, wie viele Matches hier noch kommen. 8 haben wir, ja, okay, dann sind da noch einige. Gut, aber an der Stelle sage ich erstmal danke fürs Zugucken. In der nächsten Folge kümmern wir uns um dieses nächste Bonus-Match, die New Age Outlaws gegen Mankind. Ja, danach kommt jetzt mal nochmal ein Bonus-Match, ehe wir dann den nochmal, achso, Steve Austin gegen den Undertaker beim SummerSlam. Okay, das ist nur die Aussicht auf die nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!